Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. 12. Juli 2020. Der Mond hat einen großen Einfluss auf unser Leben, beeinflusst unserem Unbewussten und auch unseren Gefühlen. Mond kreist um die Erde. Und es gibt zwei wichtige Punkte in dieser Umlaufbahn, wo einmal Mond ganz nah zum Erde befindet. Und der zweite Punkt ist der weiteste Punkt aus der Erde aus gesehen. In diesem Punkt nennen wir das Schatten des Mondes oder schwarze Mond, was mit Schwarzmagie oder Böses überhaupt nichts zu tun hat. Manchmal sagt man auch die Schwester des Mondes oder hat noch einen anderen Namen, auch Lilith. Lilith kennen wir von Mythologie, die erste Frau Adams. Aber hat Lilith eine göttliche Abstammung gehabt? Die Götter haben Lilith ausgewählt als erste Frau Adams. Und die beiden haben sich auch verliebt und wo intim geworden ist zwischen den beiden, wurde Lilith unten gelegt, oben war Adam und Lilith hat das nicht geduldet. Das hat natürlich eine symbolische Bedeutung. Damit wollte Lilith sagen, ich unterordne mich nicht. Immerhin, sie hat einen göttlichen Abstammung gesagt, Adam nicht. Lilith entfernte sich von Adam, dann kam natürlich Eva, Adam und Eva. Aber diese Sehnsucht, diese Liebe zwischen Lilith und Adam war immer wieder da. Und wenn Mond erreicht dieser Punkt, die weiteste Punkt oder die näherste Punkt aus der Erde aus gesehen, aktiviert diese Lilith-Energie. Und wir verspüren diese Sehnsüchte. Natürlich in erster Linie in die Liebe-Partnerschaft, aber das kann bei uns was anderes auch auslösen. Sie ist die Sehnsucht nach der Berufung oder die Sehnsucht nach Reisen oder ein Hobby. Bei diesem Energiefeld spüren wir etwas, wovon wir träumen, spüren wir diese Sehnsüchte. Wenn Mond zu nah zum Erde befindet, dann ist das realisierbar. Das ist ganz nah zur Erde und das sind die Taten, das ist die Bodenständigkeit, das ist Realität. Und wenn Mond die weiteste Punkt erreicht hat, dann ist das so weit weg, dass wir denken, oh, das ist alles unerreichbar. Kann auch passieren, dass anderen das sagen, oh, träum nicht so viel, das erreichst du sowieso nicht. Oder, oh, er hat schon seit einem Monat nicht gemeldet, vergiss es, er kommt sowieso nicht. Und in diesem Moment neigen wir davon, das Verneinen oder davonlaufen. Das verspürt ihr auch, vielleicht ich auch, sicherlich. Das wirkt auf uns alle. Aber wenn ihr bedenkt, das verspürt auch euren Partner oder euren Wunschpartner. Und dieser 12. Juli ist ein Lilith-Tag, ich nenne das mal so. Mond erreicht die weiteste Punkt aus der Erde aus gesehen, aktiviert unsere Sehnsüchte und uns so erscheint, wenn das zu weit weg wäre, fast unerreichbar. Außerdem, ein paar Stunden später, das ist schon 13. Juli ist Halbmond und Halbmond ist auch Spannung, da fehlt etwas. In diesem Tag, am 13. Juli, fehlt die Erde-Element, die Sicherheit, Stabilität, Struktur. Kann auch passieren, dass wir das Gefühl haben, wir verlieren gerade die feste Boden unter unseren Füßen. Dieser Bild, was ihr hier seht,
ist wie ein Tageshoroskop auf diesen Zeitpunkt, wo der Mond die Lilith-Energie erreicht. Und das ist am 20. Juli um 20 Uhr. Ich habe das berechnet nach indischen Berechnungen. Also nicht wundern, wenn ich sage, wo Sonne, Mond oder die Planeten sind. Es ist anderes als im westlichen Astrologie. Aber ihr könnt das überprüfen, ihr könnt das vergleichen. Ich bitte euch darum, untersuchen, was die Astronomen sagen. Das ist im Einklang mit der Berechnung von Astronomen. In diesem Moment, wo Mond erreicht, dieser weiteste Punkt aus der Erde aus gesehen, geht die Schütze in Osthorizont auf. Und das ist das wichtigste Thema, die Schütze zeigt das. Schütze ist beweglich, hat in Verbindung zum Ausland, Auslandskontakte, Bewegung wie Sport oder Autos oder Reisen. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein, eine Glaubensrichtung oder Spiritualität. Die Richtung ist auch bestimmt, die Schütze zeigt das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und das sind unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, also passt sehr gut zum Lilith-Energie. Hier befindet sich ein rückläufiger Jupiter, gibt Chancen, Möglichkeiten. Diese Rückläufigkeit bremst zwar etwas, aber oft hat das mit Vergangenheit was zu tun, so wie die absteigende Mondknoten auch, weil das zeigt karmischen Themen, all das, was wir erlebt haben in früheren Leben. Kann auch sein, wir finden einen Platz und wir haben das Gefühl, hier waren wir schon mal. Pluto ist auch hier. Pluto aktiviert die Sexualenergie, aber unsere innere Kraft, dazu ist er auch zuständig. Pluto zeigt auch, wie wichtig das ist, das Loslassen und auf die Wesentlichen konzentrieren. Hier befindet sich unser Planet Erde und hier manifestiert sich etwas. Aber wir müssen die Richtung bestimmen. Wir brauchen Ziele, wir brauchen Orientierung oder eine Neuorientierung. Gegenüber befindet sich das siebte Haus oder siebte Lebensbereich. Das ist wie ein Spiegel, das zeigt etwas. Wir sollen in diesen Spiegel schauen. Hier befindet sich die Zwilling als Tierkreiszeichen, Sonne und Merkur. Sonne gibt das Licht, macht etwas sichtbar. Hier im siebten Lebensbereich handelt es sich um Partnerschaft. Und Merkur ist in diesem Tag im Stillstand. 12. Juli ist Merkur im Stillstand und ab morgen wird dann direktläufig. Also dieser Stillstand bedeutet in diesem Lilith-Tag, dass die Kommunikation ist im Stillstand oder ihr sollt schweigen. Hier befindet sich die aufsteigende Mondknoten und zeigt eine neue Richtung und hier sind auch karmische Themen. Im zweiten Haus oder zweiten Lebensbereich sind die Werte, Selbstwertgefühl oder Wertschätzung, aber auch die Finanzen. Hier befindet sich ein rückläufiger Saturn, das Geld zurückhalten. Saturn zeigt manchmal auch strenge Einschränkungen. Und hier befindet sich Athena, Pallas Athena. Pallas Athena wurde von Zeus Kopf geboren, mit voller Ausrüstung. Sie ist eine Kriegsgöttin, aber Athena führt keinen Krieg. Athena will den Krieg verhindern, aber sie hat diese Weisheit, sie kennt die Strategie des Krieges. Hier müssen wir strategisch denken, betrifft Finanzen, Werten. Dritter Lebensbereich ist die Schule des Lebens, kann auch Schulungen auch bedeuten. Neptun befindet sich hier im Wassermann, nach indischen Berechnung. Neptun zeigt, hier ist etwas undurchschaubar. Aber wenn das um Schulungen geht,
kann Neptun Kunst, Kreativität aktivieren. Hier haben wir Demeter, auch eine Erdgöttin, und zeigt die Natur. Gaia ist der Planet Erde und Demeter ist das Leben im Erde, die Pflanzen, die Tiere und wir Menschen, Mutter Erde. Hier manifestiert sich auch etwas. Oder wir lernen in Schule des Lebens um die Natur kümmern. Im vierten Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes. Das ist die Basis, das ist die Fundament oder etwas gründen, zeigt auch unserem Herkunft, unserem Ahnen und unserem Wohnsituation und alles, was mit Immobilien zusammenhängt. Hier ist die Mars-Energie, das kann eine männliche Person sein. Wer zum Beispiel möchte zusammenziehen oder umziehen oder gründet etwas. Aber Mars bedeutet auch unsere Kraft, da sollen wir unsere Kraft einsetzen. Und hier ist Mond mit Lilith-Energiefeld. Das sind die Sehnsüchte nach einem bestimmten Mann oder nach einem eigenen Zuhause. Und es ist gefühlsvoll, weil befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Das ist Wasserelement, handelt sich mit unseren Gefühlen. Die fünften Lebenshaus sind die Lebensbereich, sind die Kinder, unserem Kindheit, auch unserem inneren Kind und das Spielerische. Hier befindet sich das Bühne des Lebens und das sollen wir spielerisch mit Leichtigkeit gestalten. Hier kommen Neuigkeiten, zeigt die Widderenergie, Uranus die Umbrüche und Veränderungen und Chiron zeigt, wo weh tut. Hier haben wir Schmerz und hier brauchen wir Heilung, zeigt auch die Heilenergie. Im sechsten Lebensbereich ist die Arbeit und Gesundheit, hier ist Venus. Das kann ein Besuch zum Frauenarzt sein, zum Beispiel. Oder was die Gesundheit betrifft, brauchen wir die Harmonie, die inneren Gleichgewicht. Im Arbeit zeigt sich Kunst und Kreativität. Die siebten Lebensbereich habe ich schon erwähnt. Im achten Lebensbereich befindet sich Vesta oder Hestia. Die eine ist die römische Name, andere ist die griechische Name. Die Göttin des Feuers und zeigt das innere Feuer, die Herzenswärme und die Begeisterung, hat eine reinigende Wirkung und hier befinden wir in Transformation. Bei diesem Tierkreiszeichen Krebs ist das Familienthemen. Aber Krebs bedeutet auch das innere Tempel und das können wir besuchen durch eine meditative Haltung. Und sollen wir diese inneren Feuer pflegen. Wohnung Energie fließt, das ist der 11. Lebensbereich im Waage. Hier sind Freundschaften, Gruppen von Menschen und hier sind unsere Wünsche und Sehnsüchte. Hier ist Hera, die Ehefrau von Zeus. Hera ist die griechische Name und die römische Name ist Juno, daher kommt der Monat Juni. Also Juno oder Hera und sie ist die Göttin für Familie, für Ehe, Frauen und auch für Treue, obwohl Zeus war nicht immer treu. Und das war die Lilith-Energie in diesem besonderen Tag am 12. Juli 2020. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal, eure Dendera. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.